Vampirroman soll es diesmal werden. Also jetzt, wo ich angefangen habe, begreife ich erstmal, wie wenig ich eigentlich von dem Thema verstehe. Mein Fachwissen über Vampire besteht im Grunde aus Hollywood-Filmen und Romanen. Es gibt mittlerweile so viele verschiedene Variationen, dass eigentlich niemand mehr durchblickt, was dahinter steckt, woher dieser Vampirglaube ursprünglich gekommen ist. Und das finde ich eigentlich viel interessanter, als noch eine Horrorgeschichte über moderne Vampire zu schreiben. Da muss ich mich jetzt mal ein bisschen reinknien und arbeiten. Am folgenden Tag sitzen Ehefrau Heike und Tochter Rebecca vor dem Fernseher. Die 36-Jährige wollte eigentlich einen guten Film sehen. Doch Heike hat sich mit einer Vampirschmonzette durchgesetzt. Guck mal, so ein nettes Kerlchen. Bisschen blass, aber das kriegen wir im Laufe der Zeit hin. Aber man hätte ja wenigstens versuchen können, den Film ein bisschen authentisch zu gestalten. Der ist doch authentisch. Ist überhaupt nicht authentisch. Jeder Porno ist authentischer. Sie dürfen die Braut jetzt beißen, ja. Ja, guck mal, so ein gut aussehender Vampir, auch der dürfte mich auch mal beißen. Ein gut aussehender Vampir. Würdest du, ich schreibe tatsächlich gerade eine Vampirgeschichte oder will eine schreiben und... Also sowas eben nicht. Okay, pass auf, solche Filme sind autistisch. Du willst das authentisch. Dann lass uns nach Rumänien fahren und dann suchen wir mal nach dem Kern des Aberglaubens. Dann kannst du mal mit nach dem Ursprung. Fahren. Rumänien? Ja. Du weißt, wo Rumänien ist. Was hältst du davon? Das ist vielleicht gar keine so blöde Idee. Wir waren schon lange nicht mehr in Urlaub. So viel Knoblauch haben wir hier in unserem Laden. Ach, Rumänien ist, Rumänien ist ein wunderschönes Land. Da gibt es ganz viele... Da gibt's ganz viele Rumänen. Oh, schön. Es gibt ganz viele Pflaumenschnaps. Auch das, aber es gibt, ne, es gibt tatsächlich auch schöne, schöne alte Städte, schöne alte Burgen und so. Und zwei Tage später geht's nach Rumänien. Mit ein bisschen Sekt steigt das Reisefieber. Und 3 Stunden dauert der Flug ins rumänische Sibiu im Zentrum Transsilvaniens. Mitten in der Nacht. Die zweitgrößte Stadt Rumäniens wirkt wie ausgestorben. Aber im Hotel brennt noch Licht, immerhin. Die Holbeins wollen nur noch ins Bett. Einfach gesagt. Rumänien hat 20 Millionen Einwohner. Viele davon leben auf dem Land. Rumänien ist bekannt für seine Legenden um Vampire und Werwölfe. Ein Thema, über das Deutschlands erfolgreichster Fantasy-Autor mehr herausfinden will. Gleich zu Anfang ihrer Reise geht es zum sagenumwobenen Schloss Dracula. Eigentlich Schloss Bran. Wie der gleichnamige Ort. Wenig später im Ort Bran am Fuße des Schlosses. Es ist schon spät. Reiseleiter Hoya muss daher checken, ob noch eine Führung möglich ist. I will go and see the schedule and I will come back, okay? Okay. Okay. Jetzt können wir shoppen gehen, hat er gesagt. Er hat gesagt, jetzt können wir shoppen gehen. Er kennt jemanden, der einen kennt, der jemanden kennt, der schon mal von einem gehört hat, der uns vielleicht reinbringen kann. Jetzt. Könnte. Ja, aber das wissen wir in 5 Minuten. Können würde. Auch das wissen wir vielleicht. Können wir vielleicht in 5 Minuten wissen. Ich weiß nicht, wenn er wieder da ist. Hört ihr mal auf. Nein, du bleibst bitte hier. Ich finde dich da nicht. Nur hier vorne. Das kenne ich. Mein Gott. Wir lassen sie nicht aus dem Auge. Also stürzen sich die Holbeins ins Souvenirparadies. Erst der Spaß, dann der Horror. Die Holbeins haben Glück. Sie dürfen zu einer Privatführung ins Vampirschloss. Denn selbst in Rumänien sind Wolfgangs Bestseller bekannt. So, gleich haben wir es geschafft. Ach nee, komm, ist doch schon dunkel. Nur noch 2 Stufen. Ah, Manu, willst du echt hoch? Nee, von wohin kann nicht die Rede sein. Aber jetzt sind wir so weit, da will ich doch keinen Rückzieher mehr machen. So, gleich geschafft. Okay, we are here. Let's see. Das ist Maria. What is behind this door? Rebecca, will you please come below? Yes, sir. Hey, außer die Tür nicht auseinander. Ich bin total geweckt. Hallo. Hallo. Dracula! Ja,
Oh, I remember I invited you. Please excuse me. Willkommen in Dracula. Hallo. Gut, dass ich dich aufgemacht habe. Weißt du, ich bin schon ein bisschen älter. Willkommen in Dracula Schloss. Well, ladies and gentlemen, honorable guests from Germany, we have, you have actually, because I did this before, 4 floors and 57 rooms to explore. Are you ready? Also, ja. 4 Räume in 56 Etagen. Cool. Als erstes geht es in die Folterkammer. Rebecca, wir haben einen Stuhl für dich. Nee. Aha, das ist ja cool. Das ist gar nicht cool. Okay, so you want me to push now? I'm just pretending. I don't want to do this. Okay. Nee, die armen Leute. Geh mal weiter, ich will sowas gar nicht gucken. Ich glaube, das war's. Something more up here. Ach, da ist noch mehr, ja, bitteschön. Ich guck da jetzt nicht mal hin, ehrlich. Okay. Kannst du heute noch mal schlafen? Nee. Komm, geh du mal. Komm, geh mit Papi, geh. Komm. Papi? Nee, ich kann halt nicht gucken. Ich will nicht mehr. You impel them in the same toilet position. Das grausame Pfählen war das Markenzeichen des Kriegsherrn Vlad Tepes. Die Menschen starben einen langsamen Tod. Und Raben haben den noch Lebenden die Augen ausgepickt. If you want to taste some ice, I can give you. We have down in the back. Not today, okay. Nach der Folterkammer führt der Museumsleiter endlich in den herrschaftlichen Wohntrakt. Hier fühlt sich dann auch Heike richtig wohl. Doch lange währt diese Laune nicht. Denn Rebecca macht sich heimlich davon. Wo ist sie überhaupt? Rebecca? I forgot. Rebecca? Ach, die ist schon wieder allein unterwegs. Komm, lass dich mal selber schlau machen. Ich erzähl dir mal was. I take a look. Rebecca? Rebecca! Rebecca? Wo bist du? Now I don't find Rebecca and her father. Keine Ahnung. Let's try this way. Hallo. Hello, Rebecca. Wolfgang? Wolfgang. Mr. Wolfgang. Mr. Wolfgang hat seine verschollene Tochter tatsächlich gefunden. Doch wo? Rebecca, wo bist du denn jetzt schon wieder? Nö. Musst du denn immer Extratouren machen? Was machst du da? Was willst du da unten? Ja, da oben kann jeder lang gehen. Ja, und deine arme Mutter, die kriegt jetzt noch mehr graue Haare. Ich meine, die kriegt jetzt graue Haare. Du musst das ja keinem erzählen. Na, die wissen wahrscheinlich nicht, dass wir weg sind. Ja, abgesehen von diesen komischen Folterinstrumenten ist es da oben relativ langweilig. Nein, es ist schön, aber eben auch nur schön. Ja. Und das hier? Nur schön. Ist spannend. Ach du! I'm searching. Look around. I was looking for you. Why? You found me. We got scared. I mean, your mom is looking for you. Okay, let's go down. Sag ihr, ich bin da hinten. No, so you were looking, searching. This is not a place to play hide and seek. You are playing with my heart. Ich stehe hier ganz allein im Schloss drin und warte, wo ihr mal wieder auftaucht. Was eigentlich, wie groß das hier ist? Guck mal, schöner Schrank, der würde bei uns auch gut aussehen. Das war wieder mal eine typische Rebecca-Aktion. Wenn irgendwo draufsteht, bitte nicht berühren, hat sie garantiert zwei beide Hände drauf. Und das Gemeine an dieser Tür, das war so ein Schnappmechanismus, der ging nicht mehr auf. Also mussten wir runter. But at last I have one question. Yes, you have to hurry because soon will be the midnight and he will might come out. I heard it was not a real castle of Dracula Tepes or whatever you want to tell. Well, Count Dracula as a vampire lived here only in Bram Stoker's story. Yes.
Dem Fantasy-Spezialist war natürlich klar, dass Dracula nur eine Legende ist. Doch der Erfolgsautor hoffte, dass wenigstens das historische Vorbild, Kriegsherr Vlad Tepes, in diesem Schloss lebte. Die erste Recherchestation also ein Reinfall. Das ist ein Wunderbrunnen. You wanna make a wish? Er sagt, das reicht nicht. Nee, das waren 10 Cent zu viel, oder was? Ja, dann tauch du doch. Make the wish before you drop the coin, otherwise it's donation. Bitte, let me show you the way. I'm not gonna come with you, so okay. Auf Wiedersehen. Ja, have a great life. God bless you. God bless Germany, but God bless Romania more. Wie kommt's dazu? Warum haben sich Menschen sowas ausgedacht? Was ist da passiert, dass sie solche Geschichten daraus gestrickt haben? Und ich denke, da wird sich noch einiges ergeben. Wenn ich liebe,